haben heute was ganz Spezielles für euch. Und zwar waren wir gerade in Meiningen beim Inder, beim Bombay. Wenn ihr doch dann noch nicht dort wart, wisst ihr mal dahin. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Wir müssen uns beeilen, die machen nämlich gleich zu. Was ich mich schon immer gefragt habe, nach dem Essen, stellen die euch immer so ein Holzbrett dahin, so ein Holzboot mit irgendwelchen Würzmischungen und Kräutern. Das sieht dann ungefähr so aus. Man erkennt im Prinzip den Kümmel und irgendwie lauter ganz andere komische Sachen. Und ich weiß aber nicht, was das ist. Ich habe das letztens schon mal probiert, wollte das jetzt auch probieren und meine Mom ist dabei. Die soll das jetzt auch mal probieren, die kennt das nämlich noch nicht. Das wollte ich mal kurz drauf haben und dann auch noch einen Löffel zu mir nehmen. Deswegen, gönn dir. Und wie schmeckt's? Auf jeden Fall süß. Süß? Hm? Okay. Magst du noch mehr? Ja, gut. Kannst das ganze Boot essen. Es ist irgendwie eigentlich eine Erfrischung, sagen sie immer. Erfrischend. Schmeckt nach Kräutern, nach irgendwie ein bisschen minzig, aber auch süß. Aber das hat so eine Geschmacksvielfalt. Wir wollen jetzt auch noch mal hin, auch noch mal einen Löffel nehmen. Wie mache ich denn das? Hier. Also schlecht richtig reingetunkt. Schlecht schmeckt's nicht. Aber so. Und dann ab dafür. Wenn ihr das auch schon mal gegessen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Oder wenn ihr genau wisst, was das ist und wozu man das isst überhaupt. Und wenn nicht, dann ja, Prost Mahlzeit. Den Löffel legt man wieder ab. Und mit vollem Mund redet man eh nicht. Aber es ist einfach interessant. Man denkt, man isst Hustensaft oder so. Eine Geschmacksexplosion. Ich glaube, in der Kältezeit und esse das den ganzen Tag, dann ist auch alles gut, weil das einfach alles durchspült und durch. Ja. Was will man noch sagen? Probiert das auf jeden Fall mal. Vielleicht hat euer Inder das ja auch parat. Wenn nicht, kommt mal nach Meiningen. Ins Bombay, da gibt es auch Pommes auf der Pizza. Und noch mehr. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Und ganz viel Krümelzeug, euer Ramses. Achso, und um euch die Pizza auch mal zu zeigen. Die Pommes-Pizza, da gibt's ja... Ihr könnt auf jeder Pizza, die ihr hier kauft, euch Pommes drauf machen lassen. Das sieht dann ungefähr so aus. Das ist jetzt eine normale mit Puden, Fleisch und Jalapenos. Da waren eh schon Pommes drauf. Aber ihr könnt auf einer normalen, die keine Pommes hat, für den Aufpreis von 1 Euro überall einfach Pommes drauf machen lassen. Beste Idee, habe ich sonst auch noch nirgendwo großartig gesehen. Und ja, das war's aber jetzt mit Schleichwerbung. Ich habe immer noch das ganze Zeug im Gesicht. Also bis dann.